Hi Leute, wir machen noch ein Video zu ein paar Rätseln, auf die ich angesprochen worden bin im Laufe des zweiten Tages heute von Tsurumi. Und zwar fangen wir damit an. Hier unten auf so einer Insel, so im Nordwesten von der Otake-Ebene, Südwesten vom Shirokoro-Berg. Und da sind so drei Sturmsteine, heißen die, glaube ich, die man mit Elektro machen muss, und wenn man die drei betätigt, leuchten die halt nur einen Moment lang auf und gehen dann wieder aus. Und der Trick hier drin liegt halt im Phasentor. Man muss halt die drei da unten wirklich mit Elektro betätigen, mit dem Phasentor hier hoch, und hier oben ist, wie wir sehen, ein Vierter, und den müsst ihr auch betätigen, und wenn ihr das gemacht habt, spawnt da unten eine Truhe. Die zweite Sache, die mir auch gestern noch aufgefallen ist und die ich gestern entdeckt habe, aber nicht mit reingenommen habe in das gestrige Video, weil das da schon gedreht war. Es gibt hier so einen Platz, hier stehen so zwei Hilichurls, die buddeln, und da kann man eine einfache Truhe ausgraben. Das ist hier bei der Feststätte. Dann, weil wir halt bei der Insel waren, da, mit den Steinen, dasselbe gibt es halt beim Shirokoro-Berg. Einmal gibt es hier 5 Stück, vorne bei dieser kleinen Insel im Osten. Und ich zeige euch auch nochmal kurz, dass es nochmal 4 Stück von denen auch unten drin gibt. Die geben auch eine Kiste, wenn man die alle aktiviert. Und zwar seht ihr die hier. Da, da und da, da. 1, 2, 3, 4. Und wenn ihr diese 4 Blitzsteine aktiviert, gibt es genauso eine Kiste. Das ist halt hier drin. Und wie gesagt, davor gibt es das auch. So, dann so eine andere Sache. Ja, viele haben sich ja Day One einfach gefragt, was es halt mit diesen Donnervögeln auf sich hat, die leuchten. Dafür gibt es, wenn ihr beim Tag 2 der Quest seid, das ist halt so eine Tagesaufgabe, so ein neues Hilfsmittel, das heißt außergewöhnliche Feder. Und die rüstet ihr halt als Hilfsmittel aus und wendet die immer in der Nähe von denen an. Und die zeigen euch dann so Sachen wie diese Symbole, die ihr hier seht. An der Wand, und da hinten halt das Rätsel, was ich gelöst habe mit dem Stein. Also die erfüllen legit dafür den Zweck. Das bekommt ihr halt wirklich erst an Tag 2. Dementsprechend solltet ihr dann ein bisschen geduldiger sein. Es gibt halt auch viel mehr Truhen an Tag 2. Teilweise auch an Spots, wo ihr schon gedacht habt, boah, daneben oder genau da habe ich doch schon mal eine Truhe in der Ecke abgegriffen. Aber keine Panik, die spawnen halt nach, und es könnte halt auch sein, dass die nächsten Tage noch ein paar, ja, mehr oder weniger gut versteckte Truhen nachkommen. Oder halt neue, mit denen wir nicht rechnen. Und als letztes will ich euch noch eine einfache Truhe zeigen, falls ihr jetzt nicht den Schatzkompass habt, die aus meiner Sicht leicht übersehbar ist. Und zwar liegt die im Norden von dem Berg hier. Und der Grund, warum die leicht übersehbar ist, ist einfach die Position. Die sitzt nämlich hier unten beim Wellenreiter in diesem Gebüsch hier unten drin, was ihr vor mir seht. Ich meine, die wäre Safe Call hier gewesen. Und zwar genau da. Die ist genau in diesem Gebüsch da drin. Und da ist halt einfach eine einfache Truhe. Außerdem gibt es noch, was wir kurz ansprechen könnten, so ein... Ein von diesen neuen Wölfen auf einer Insel hier vorne, aber da muss man auch eigentlich für ein Elektrogranum hin, deshalb sollte man da drauf kommen. Aber auf der Insel da drüben, wo ihr das Elektrogranum seht, gibt es eine Einmal-Challenge, da bekommt ihr auch eine Kiste, wenn ihr das Monster auf der Insel tötet. Und mehr fällt mir spontan einfach nicht ein. Ich habe das halt hauptsächlich gemacht, weil ich nach der vergrabenen Truhe heute gefragt worden bin, die ich gefunden hatte, und wegen der Insel, und der Rest, den ich ins Video gehauen habe, ist mehr oder weniger so ein kleiner Bonus. Das heißt, ich hoffe an der Stelle, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr Videos zu Genshin Impact haben wollt, dürft ihr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.